Herzlich willkommen zum heutigen Thema, die pauschalodierte Unterstützungskasse als Instrument in der Krise. Ich darf Sie dazu recht herzlich begrüßen und die Situation ist ja derzeit aktuell. Jeder Zeitungsartikel beginnt mit der Überschrift: Der Coronavirus hat Deutschland fest im Griff. Und wir haben derzeit, heute Stand 25.03.2020, den Lockdown durch die Corona-Krise. Unsere Städte sind fast wie leergefegt. Die meisten Unternehmen, Geschäfte haben geschlossen. Und die Corona-Krise, so wie es aussieht, entwickelt sich zur globalen Wirtschaftskrise. Es werden zwar Hilfsgelder, Helikoptergelder von allen Richtungen bezahlt. Die Frage ist, ob sie ausreichend sind und welche Unternehmen überhaupt Anspruch haben. Insolvenzen werden mit Sicherheit mehr werden, mit natürlich Auswirkungen nicht nur für die, die die Insolvenz erleiden, sondern natürlich immer mit einer riesen Streuwirkung für alle deren Lieferanten, für deren Mitarbeiter und so weiter. Wirtschaftliche Notlagen werden immer mehr werden. Und wir können jetzt schon absehen, dass die Bankenkrise auch wieder zunimmt, Kreditklemmen und solche Themen wieder zur Tagesordnung werden. Mit anderen Worten, die Situation derzeit, den Unternehmen fehlen Umsätze, den Unternehmen fehlt Geschäft. Wir sind in der Situation eines Nachfrageschocks und eines Angebotsschocks. In den Unternehmen fehlt Umsatz, Liquidität wird überall knapper. Das Ganze wird sich wieder erholen. Die Unternehmen werden sich wieder in irgendeiner Form retten, aber es wird zu Entlassungen kommen. Es wird viele Unternehmer geben, die Sanierungsbeiträge der Mitarbeiter fordern müssen und Finanzierungsbedarf und vor allem auch Innenfinanzierungsbedarf wird immer stärker werden. Und Innenfinanzierungsbedarf ist natürlich vor allem dann eine ganz große Notwendigkeit, wenn die Finanzierung von außen schwieriger wird. Und Banken werden ebenfalls so viele Insolvenzen durch schwache Unternehmer erleben, dass sie natürlich das Thema Finanzierung und lockere Geldpolitik wieder deutlich einschränken müssen. Das Problem ist bei Entlassungen. Wenn ich Mitarbeiter entlasse, dann habe ich natürlich ja wieder größeres Problem, Mitarbeiter beim Aufschwung zu finden. Das wird schwieriger sein. Die guten Mitarbeiter werde ich auch nicht mehr finden in der Form Know-how. Das geht schlichtweg verloren. Vielleicht bin ich auch langsamer als das Unternehmen nebendran und suche erst wieder, wenn der Markt leer ist. Sanierungsbeiträge habe ich das gleiche Problem. Mitarbeiter kann man natürlich überreden zu Sanierungsbeiträgen. Mitarbeiter machen das auch in der Regel, weil in der jetzigen Situation den Arbeitsplatz zu verlieren, ist schlimmer und schwieriger als auf einen Teil des Gehalts zu verzichten. Das Problem ist, der Mitarbeiter hat keine Sicherheit, ob die Sanierung überhaupt gelingt. Es kann sein, er verzichtet auf 500 Euro. Nach einem Jahr geht das Unternehmen auch in die Insolvenz. Ja, eine Möglichkeit, die deutlich besser ist als ein Verzicht, wäre ein Verzicht zugunsten einer betrieblichen Alterssicherung. Die Mitarbeiter sind also nicht dahingehend zu überzeugen, dass sie zur Sicherung des Arbeitsplatzes einen Sanierungsbeitrag durch einen Gehaltsverzicht leisten müssen, vielleicht auch für eine bestimmte Zeit, sondern einen Verzicht zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung. Der Verzicht ist dann nicht einfach verloren, verschwunden, ohne Gegenwert, sondern für den Verzicht gibt es eine betriebliche Altersversorgung, gibt es Versorgungsleistungen im Alter, die als Kapitalleistung auch günstig besteuert werden und die Liquidität, die bleibt im Unternehmen erhalten. Das Unternehmen hat Liquidität und spart sich obendrein auch Sozialversicherungsbeiträge auf den Gehaltsverzicht. Auch die bleiben im Unternehmen. Aus Mitarbeitersicht ist der Verzicht durch den Pensionssicherungsverein insolvenzgeschützt. Es gibt also keine Situation, dass die Verzichtsbeträge verloren gehen, auch nicht durch eine Insolvenz, die vielleicht doch noch passieren könnte. Und insgesamt gibt es einfach eine deutlich höhere Akzeptanz. Ich bin absolut überzeugt,
das in Zukunft immer wichtiger wird, Liquidität im Unternehmen zu behalten, Liquiditätsabflüsse wie an Versicherungsgesellschaften zu vermeiden, solange es Instrumente gibt, das Geld im eigenen Unternehmen zu behalten. Und dass dies nicht nur eine Möglichkeit und eine Chance, sondern für viele Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren, die auf uns zukommen, vermutlich auch eine Notwendigkeit wird. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, ja, erstens als Unternehmer eine gute Zeit und ein gutes Bewältigen der uns bevorstehenden Krise und viel Spaß bei anderen Lehrvideos.